Freunde, willkommen zum neuen Test. Heute ist der neue Vulkan von Zink dran, und zwar Zink Nummer 12. Er hat 250 Gramm NEM, brennt 50 Sekunden mit 6 Meter Steighöhe, und wir haben hier eine goldene sozusagen Basis mit blauen und pinken Sternen. Ja, der Vulkan kostet 12,50 Euro. Gekauft wurde er auch bei Röder Feuerwerk Röders, unten in der Infobox verlinkt, falls ihr mal gucken möchtet und den Vulkan auch selber für euch bestellen möchtet. Ich habe zum Größenvergleich hier mal ein Whiteout von Pyroland daneben gestellt. Der Whiteout hat übrigens aber nur 130 Gramm NEM. Also das zeigt natürlich mal wieder, dass halt bestimmte NEM-Angaben nicht unbedingt für die Größe des Vulkans verantwortlich sind, sondern halt einfach marketingtechnische Gründe. Aber hier ist der Vulkan top verarbeitet. Also Freunde, wir gehen einfach aus der Zündung, ich quatsche oder zur Fülle. So, wir testen jetzt die Neuheit, der neue Zinkvulkan, die Nummer 12. Der interessiert mich am meisten, der hat gold- und blau-pinke Sterne. Zünden wir mal an. Schauen wir mal. Oh nein. Zünden wir oben, da ist so ein Blitz, so ein Dingssatz. Der müsste eigentlich angehen. Genau. Aha. Eine hellblaue Flamme. Fast so lila. Ui, die Rakete kenne ich. Herrlich. Und wenn man jetzt überlegt, dass der Wind die noch runterdrückt, Wahnsinn.